Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was von mir und dem neuen Sag mal an, dem Frage- und Antwortformat von Red Review. Und wir beantworten eure Fragen hier. Ihr habt jetzt wieder exakt 14 Tage Zeit, beziehungsweise bis zum 1. einfach Zeit, eure Fragen, die ihr habt zum Kanal, zu uns, zu mir, zu egal was, hier unter das Video zu posten. Und ja, wir fangen dann jetzt direkt mal mit den Fragen des letzten Sag mal an und des letzten oder ja, des letzten Sag mal an Deluxe an, würde man sagen. Als Fragenleser haben wir wieder mal die beste Frau der Welt, Uschi, auf dem Beifahrersitz, aber da ich den Saugnapf vergessen habe, weil ich ein Trottel bin, hängt die Kamera jetzt so komisch da, filmt mich aus so einer komischen Perspektive und ja. Mach mal ein anderes Licht an, mach mal hellere Farbe. Wodan oder Kolossas? Oder. Warte. Ist das heller? Ja. Nein. Du musst zwischen das Auto fahren. Ja. Was ist denn eine Helligkeitsfarbe? Das ist doch gut. Echt? Ja. Ja, da möchte ich mich nicht entscheiden. Walibi Holland oder Walibi Belgien? Walibi Holland auf jeden Fall. Mehr Thrill, mehr Achterbahn, mehr Action. Walibi Holland ist aber auch cool, aber halt auch kleiner und. Walibi Belgien. Ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Walibi Holland ist so cooler. Ja, aber Walibi Belgien ist auch nicht verkehrt. Ist halt kleiner, ist aber auch nett, weil es halt einfach so um den See nur drumherum alles ist. Du kannst einmal drumherum laufen und hast alles gesehen und nichts verpasst. Bei beiden sind aber die Raftingbahnen mega versteckt. Übrigens von Quentin Hein die Fragen. Entschuldigung. Schöner Garten. Ja, danke. Kilian Oberhauser. Wieder mal ein klasse Sag mal an. Meine Fragen. Erstens, Raptor oder Flug der Dämonen? Auf jeden Fall Raptor. Die ganze Thematisierung und das Gesamterlebnis und Gesamtpaket finde ich beim Raptor viel geiler. Ja. Aber Green Coaster sind halt trotzdem Lenken. Ja, Entschuldigung. Das, dann reicht's. Uschi ist dafür verantwortlich, dass es keine ausführlichen Antworten gibt. Nö, das ist nicht mehr. Ja, ich bin jetzt raus aus dem Fluss. Europapark oder Gardaland? Gardaland auf jeden Fall. Hat mir super gut gefallen. Ja. Was würdest du lieber einmal fahren? Millennium Force oder Intimidator 305? Gott, ich bin blind. Ja, also das passiert dann, wenn du den Intimidator fährst und dabei stirbst. Ey. Geh nicht ins Licht. ja, nachdem der ja entschärft ist, der Millennium Force ist schon eine Legende. Hast du das gesehen? Ja. Ja, Millennium Force schon. Auch wenn mich das mal reizen würde, den Intimidator zu fahren, aber ich bin ja schon Piraten gefahren. Das ist ja das Gleiche, etwas kleiner und harmloser. Ja. Was ist deine was sind deine drei Lieblingsachterbahnen, die über 65 Meter hoch sind? Weiß ich. Ich weiß gar nicht, über 65 Meter, wie viele bin ich denn da? Zwei erst gefahren wahrscheinlich. Oder bin ich mehr gefahren, wenn er die Frage so explizit stellt. Wir würden jetzt nur Kernan und Silverstar einfallen. Guck doch einfach nach vorne. Ja, und Shambhala bin ich noch nicht gefahren. Und mehr gibt es in Europa, glaube ich, nicht über 65 Meter. Ey, mit Zahlen kannst du mir auch nicht kommen. Das ist ja mein Manko. Efteling und Phantasialand oder Europapark und Disneyland? Boah, das war gemein. Aber so, wenn es dann doppelt gemoppelt hält besser Efteling und Phantasialand. Würde ich auch sagen. Ab wie vielen Jahren bist du selbst so oft in Freizeitparks gegangen, dass du dich als Fan bezeichnen würdest? Ich bezeichne mich jetzt immer noch nicht als Fan. Wir waren schon immer. Oh Junge, mach doch mal dein Fernlicht aus. Was raucht der denn bitte? Wir waren jetzt schon immer viel in Freizeitparks.
und auch mit der Family. Da waren wir dann auch so 2-3 Mal im Jahr immer, als sie schon ganz klein waren und nicht mal alleine existieren konnte. Deswegen weiß ich gar nicht, kann ich nicht beantworten. Das ist echt eine gute Frage. In welchem europäischen Land, in dem du schon warst, gibt es deiner Meinung nach die besten Freizeitparks? Alle? Jedes Land hat geile Parks. Ganz klar. Wieso fandet ihr den... Moment. In welchem europäischen Ländern gibt es deiner Meinung nach das beste Essen? Immer in dem man gerade isst. Also, isst wie sein, nicht wie essen. Wieso fandet ihr den Skyline Park so schlecht? Weil alles zu war, weil die Freigaben für die Coaster keine Ahnung wie eingestellt sind. Ich bin eine Woche vorher den baugleichen Spinning Coaster auf Kirmes gefahren und eine Woche später sagt er, ich krieg keine Freigabe mit dir, bist du fett dafür. Kriegt aber auch den Bügel nicht mehr auf. Und dann war halt noch scheiß Wetter und alles war runtergerockt, was dann noch bekackter aussieht, wenn das Wetter auch noch so kacke ist, dann kannst du nicht mal in den Autoscooter rein, ohne über so eine riesen Pfütze steigen zu müssen oder drumherum steigen zu müssen. Und das alles und die Fahrgeschäfte im Kackzustand. Ey, bei dem Rafting, da waren die Kassenhäuschen noch davor von der Kirmes und die Scheiben waren einfach gebrochen und es war in einem gesamt miserablen Zustand. Alles. Oder was würdest du sagen? Ja. Genau das würde ich unterschreiben. Ja. Soll ich das nochmal wiederholen? Nein. Was denn? Baron 1898 oder Raptor im Gardaland? Boah. Das ist echt schwer. Das sind zwei so unterschiedliche Achterbahntypen. Aber ich würde den Dive Coaster einem Wing Coaster vorziehen. Wenn du ein Interview mit Roland Mack hättest, ihm aber nur 5 Fragen stellen dürftest, was würdest du ihn fragen? Soll ich die 5 Fragen? Nee, das ist ja... Mich würde aber mal interessieren, was er von der ganzen Kritik zu seiner Person und zum Park hält und wie er zu diesem ganzen Werbeding steht, dass sie halt so nur Werbung machen würden und so, was er dazu sagen würde, das würde mich mal interessieren. Und das Ding ist, wenn ich irgendwie hier so diese ganzen Interviews mache, ich schreibe mir vorher keine Fragen auf, ich überlege mir ein bisschen so, wo könnte es hingehen, so ein paar Anhaltspunkte, was muss man so wissen, aber es sind auch nur so 3 Sachen vielleicht und dann ergibt sich das über die Antworten, dass wir in so ein Gespräch reinkommen, so mache ich das halt, weil das für mich irgendwie cooler ist und mir fallen dann mehr Fragen ein, als wenn ich bevor der paar zusammengrübel. Deswegen, also das würde mich mal interessieren. Und darauf aufbauen könnte man ja weitergehen und ja. Wenn du für Taron eine andere Bahn ins Phantasialand holen könntest, würdest du es machen? Warum sollte ich das denn machen? Weil dann ist ja Taron nicht mehr da. Und die andere Bahn, das ist ja dann wahrscheinlich eine, die existiert, wenn er so fragt. Ja. Die ist ja da, damit ich in den anderen Park auch noch reinfahren kann. Also hinfahren kann. Und wenn ja, welche wäre es, okay? Welcher Achterbahnhersteller baut deiner Meinung nach die bequemsten Sitze? Die tun sich da alle nicht viel. Hm? Die sind alle bequem. Die einzigen... Klar. Ja, wenn du da die alten Aero-Züge hast, wo du mit den Beinen noch nicht mal reinpasst, weil die so komisch abgerundet sind. Das sind ja nicht die Sitze, das sind ja die Wagen, die einfach nutzlos sind. Die Sitze, die tun sich an nicht viel. Das Einzige, was mir negativ noch einfallen würde, wäre dann Maurer mit den komischen Bügeln, die haben. Aber es sind die Bügel und auch nicht die Sitze. Was fehlt dir bei Wodan? Thrill, Geschwindigkeit. Ihr fehlt da nichts. Die Bahn ist so, wie sie ist, ist die ja super. Und die passt perfekt in den Europapark und die passt zu dem Publikum im Europapark. Es ist halt nur für mich persönlich nicht die obergeilste Holzachterbahn in Deutschland, geschweige denn in Europa. Und das ist auch okay so.
Quentin Hein, wie viele Counts hattest du bis jetzt? Hast du bis jetzt? 289, glaube ich. In Styles XQP. Hast du für das Jahr... Ist hier ein Blitzer? Ja, der Blitzer kommt gleich. So. Hast du für das Jahr 2017 auch eine größere Tour geplant, wie zum Beispiel die Skandinavien-Tour? Vielleicht sogar in die USA? Warte. Nein. Es ist echt noch gar nichts geplant. Wir haben diesen Monat noch, das ist diesen Monat, das ist jetzt sehr bald sogar, haben wir noch eine Tour, eine kleinere, wie soll man es beschreiben? Eine mittlere Tour. Und mit der Tour und dem, was wir nächste Woche noch alles machen, sind wir so broke, dass ich noch nicht mal weiß, ob ich nächstes Jahr überhaupt in irgendeinen Freizeitpark kann. Dementsprechend ist noch gar nichts ansatzweise geplant. Ich habe ein paar Ideen, wo es hingehen könnte. Was? Die habe ich immer. Ich laufe über von Ideen. Also es gibt eine Sache, die ist relativ fix, dass wir da hinwollen. Und ja. Ja, keine Ahnung. Giga Coaster. Nein. Hallo Bro, ich habe diesmal nur eine Frage auf Lager. Du bist doch bestimmt schon mal Schwarzkopf-Achterbahn sowie Aerodynamics-Bahn gefahren, oder? Denn mich würde interessieren, von welchem Hersteller du die Achterbahn besser findest. Das ist doch eine Scherzfrage, oder? Also da brauchen wir gar nicht groß drüber reden, geht nichts über Schwarzkopf. Oder wie Walter Decker sehr sympathisch gesagt hat, Schwarzkopf. Aber das war echt süß. Also der kann auch nichts dafür, ne? Chorus Tiger. Hallo Bro. Meine Fragen. Lieber eine halb thematisierte intensive Achterbahn oder eine mega geil thematisierte Durchschnittsbahn? Sollte beides in einem Park stehen, viel besser wäre es natürlich, eine mega geile durchthematisierte Achterbahn zu haben. Das kommt immer drauf an. Weißt du, wenn die Fahrt dich so flecht und irgendwie wie bei Piraten von mir aus im Joe Sommerland, da ist jetzt Thematisierung, naja, so lala, ne, die Station ist echt cool und das davor, der Rest steht halt auf der Wiese, aber die Fahrt ist krass. Dann hast du aber auch Bahnen wie Big Thunder Mountain, die mega geil thematisiert ist, aber die Fahrt ist so lala. Würde ich mal sagen. Ist ja nicht schnell und ja, ist schon länger her. Dennoch sind beide Bahnen mega geil und ich möchte keine von beiden missen. Deswegen kann man das so nicht sagen. Ich bin da echt, tut mir ja leid, ich habe da aber keine klare Meinung, weil ich mich so für Achterbahn begeistern kann und mir da keinen Favorite raussuche. Movieland oder Gardaland? Und da Oblivion oder Cartoon? Hä? Also Movieland auf jeden Fall for the win. Aber warum... Mirabilandia dann. Ja. Oblivion ist im Gardaland. Gardaland ist in Mirabilandia. Und das hört man nicht, wenn du nicht ins Mikrofon sprichst. Also Movieland, wenn wir so bei der Frage bleiben... Übertrieben geiler Park, absolut unterschätzt. Haben wir inzwischen, weil ich ja in jedem zweiten Video sage, wie geil das Movieland da in Italien ist, jetzt schon mehr Leute auf dem Schirm. Und von den beiden Coastern dann Oblivion, weil Inverted finde ich ja nicht so geil. Aber Cartoon ist mit einer der geilsten Inverted Coaster, die ich gefahren bin. Die Frage wurde auch gestellt, ob er sich vertan hat und ja, er meint Mirabilandia. Dann Gardaland. Dann Gardaland. Gerade ohne Mikro dran. Dann Gardaland. So, Dortmunder Borussia 09. Da waren wir gerade. Ich gucke mir so das Video an und gucke nebenbei in E-Mails. Gerade in dem Moment, als es um das super freundliche Mitarbeiter am Heidepark ging, sehe ich, dass Lars ein Video vom Panoramaturm hochgeladen hat. Bla 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 bla. Also, ne, das hast du ja gelesen, aber
Ich weiß nicht, soll ich den ganzen Kommentar jetzt vorlesen hier? Ist das eine Frage? Nein, das ist eine Aussage ja, zu irgendwas, was da erzählt wurde. So. Nee. Eigentlich ist da keine Frage. Mrs. Freizeitpark fragt, ob du das Bonbonland kennst. Nee. Natürlich, das ist bekannt und das ist, glaube ich, der einzige Freizeitpark in Dänemark, wo wir noch nicht waren. Dann haben wir in Dänemark alle Parks. Da sind, ist noch, glaube ich, eine Pendelbahn und noch irgendwo ein Count. Dann hätten wir sogar noch einen Full Count in Dänemark. Aber ja, kenne ich. Time for Fun. Wenn du einen Freizeitpark eröffnen würdest, welche Themenbereiche würdest du nehmen? Welche Achterbahn und was für andere Rides? Ich kann dir jetzt hier nicht einen kompletten Freizeitpark hier planen, aber ein Themenbereich, den ich zum Beispiel hätte, wäre Big City Life. Das wäre dann auch so ein bisschen mit der Main Street verbunden und das ist dann halt eine so Großstadt-Thematisierung. Dann gibt es dann halt wie in so einer Großstadt auch Clubs, wo man feiern geht und dann gibt es zum Beispiel einen Club, da ist Breakdance drin, ein Club, da ist dann sowas wie der Voodoo Jumper drin oder so, keine Ahnung, ne? Irgendein anderer Flat Ride von mir aus. Und es gibt einen Dueling Multi Launch Coaster, wo ein Sportwagen, ein getuntes Auto vor der Polizei flüchtet und die hinterher fährt und die halt gelauncht werden, die zwischendurch aber auch stehen bleiben. Und dann in einem Dark Ride Part halt stehen bleiben mit Story, mit Verfolgungsjagd, mit Inversionen. Das wäre halt schon unbezahlbar, allein der Coaster. Das ist eins von den Dingern, die ich in meinem Kopf habe für das MG Action Town, also Tivoli MG Action Town. Der Park hat auch schon einen Namen, ja. Okay, sehr schön. Hör ich auch zum ersten Mal. Ich erzähle dir ja nicht alles. Ja, aber allen anderen. Ja, jetzt weißt du es ja auch. Arschloch. geiles, sag mal, Ansag Coaster Clips. Empfehlenswert, mit Pizza anzuschauen. Aber ich habe auch ein paar Fragen. Erstens, welcher ist dein Lieblingsfilm? Oh. Was? Was hast du gesagt? Ich will wissen, was du gesagt hast. Das ist, nein. Police Academy Reihe, SpongeBob der Film. Nein. Sagen wir einfach die Police Academy. Oder auf Kriegsfuß mit Major Payne. High School Musical. Hab ich nie gesehen. Hör auf, du lügst. Ich kenne nur deine Performance von dir und Ramona auf den Soundtrack. Auch nur die, nicht meine einzelne. Ja. Frozen. Da mag ich nur das Titellied. Titellied. Ich möchte was trinken. Ja. Wo ist das? Schraube. Das ist dein Lieblingsfilm. Was hat denn du für den Lieblingsfilm? Sicher auch geht Inglourious Basterds. Der Bärenjude. Mein Uschi-Film. Mein Lieblingsfilm. Oh, ich mag sehr gerne alle Filme. Alle Filme mit Leonardo DiCaprio. Das sind immer die besten. Ich weiß noch was. Er weiß noch was. Zwei, die noch auch sehr geil sind, einmal Nicht auflegen und Unbekannte Anrufer. Unbekannte Anrufer. Das war der beste Film aller Zeiten. Und Scheiß, der war so spannend. Ja, aber ich feiere halt Nicht auflegen, weil es einfach nur an einer scheiß Telefonzelle die ganze Zeit spielt, anderthalb Stunden lang und es trotzdem spannend bleibt. Wie mich das nervt am Ende, wo die Location wechseln. Das überfordert mich. Den müssen wir nochmal gucken. Den ich mag ich noch, so Kopfficker-Filme. Den habe ich noch auf SVCD. Ja. Musst du deiner fünf Teile einlegen? Nee, zwei. Ach so. Bei Blade, da hatten wir, glaube ich, drei. Oh, die Blade-Reihe. Oh, ja, auch sehr geil. Also mein Lieblingsfilm ist die Biografie von Triple H. Die hast du gar nicht. Na und? Die gibt es bestimmt. Nee, Blade, weil Triple H da mitspielt. Du magst Triple H auch nur, weil er eine Figur hat wie ich. Ja, genau. Und die Haare vor allem wie du. Ja, die hat die auf dem Kopf, ich am Rücken. Ja, schön. Das stimmt nicht. Du musst das Mikrofon fragen. Ja. Was hätte man bei Kernern besser machen können? Weil, achso, nee, das ist wieder was anderes. Was man da hätte besser machen können?
weniger Stützen für das Herzelement. Wenigstens nochmal eine, also wenn du nach dem First Drop nochmal eine hohe Auffahrt, wo du nochmal so weit hochkommst, wie es geht, um dann einmal diesen übertriebenen Blick über die Ostsee zu haben, weil mir ist das für so eine hohe Achterbahn, ist mir der restliche Track viel zu bodennah. Ansonsten, geiles Ding. Gerstlauer, volles Kanonenrohr, ganze Arbeit geleistet. Ich finde, die Bügel könnten anders sein. Ich weiß nicht, inwiefern es Möglichkeiten dazu gibt, Schoßbügel zu machen, die anders sind bei so einem Coaster. Aber ich finde, die schneiden sehr ein, wenn man Beine hat, die nicht bis auf das Plateau kommen. Also, ne, du hast ja dann, wenn deine Füße in der Luft hängen, schneidet es sehr ein. Und bei der Airtime ist es jetzt auch nicht gerade angenehm, aber das ist ja normal. Meistens. Also bei Taron ist es jetzt nicht so, zum Beispiel, dass es weh tut, aber ist ja auch ein anderer Hersteller, ne? Aber die gucken ja eh alle beieinander ab. Jo, und gucken wir nochmal. Gesundheit, Uschi, sagt er, ja, danke, ich habe bestimmt schon mal genießt. Konga oder Best XXL? Beast XXL? Ich weiß nicht, heißt es Best? Ich meine schon, bin beide nicht gefahren. Tja. Kenneth Frenkel, was sagst du denn? Richie's for two. Hey Bro, Movieland Studios oder Gardaland? Ja, haben wir ja gerade schon geklärt. Die Movieland Studios. Okay, Toby, meine Frage, guckst du das JMC? When yes, wen findest du am besten? Ich selber feiere Sensa überab. Ich muss ehrlich zugeben, ich gucke fast nur noch die Bewertungen. Und die ein oder andere Runde halt von Drop Dynamic oder von auf jeden Fall Gary Washington. Den feiere ich, glaube ich, momentan da am meisten. Der ist irgendwie so der innovativste. Aber ich weiß nicht, warum irgendwie ist das so, boah, so lame. Das zieht sich, das sind zu viele. Da ist keiner bei, wo du denkst, so, boah, krasser Typ. Die Leute, die müssen halt eigentlich immer und immer wieder kommen und einen Track raushauen. Und dann, klar, darunter leidet die Qualität, aber irgendwie kickt das nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Finde ich auch. Ich glaube, ich weiß schon, warum. Weil das ja auch nicht der Sinn ist, sich direkt zu battlen. Das ist so das, was uns eher gefällt. Also, oder? Ja, bei so einem Turnier ist das natürlich schwierig, wenn es einfach nur darum geht, der tollere Song kommt weiter, weil es halt voll Geschmackssache ist. Und dann kommt ja theoretisch nur der Massengeschmack weiter. Ja. Und der ist meistens ja nicht so geil. Ja. Nadines Welt fragt, ob du sie noch lieb hast. Was heißt denn noch? Blut ist dicker als Wasser. Robby Lochert sagt, dass die Monetarisierung etwas nervt. Ich glaube, er meint Werbung. Ich glaube nicht, dass ihn deine Monetarisierung nervt. Das stimmt und das muss aber auch so sein, damit das irgendwie sich auch lohnt, weil es halt viele gibt, die einfach mit Adblocker unterwegs sind. Da müssen die Leute, die keinen Adblocker benutzen, halt mehr Werbung gucken. Und vor allem ist das jetzt, Entschuldigung, aber einmal vorm Video, einmal nach dem Video und ein, maximal zweimal in dem Video. Oder ich sag beim Sachen an, was anderthalb Stunden ging, war es halt dreimal. Ein Spot. Kannst auch gerne Fernsehen gucken. Also, ne, geht halt nicht. Ich stecke so viel Geld und einfach so viel Geld in den Kanal, dass das irgendwie ja schon gerechtfertigt ist, dann mit der Werbung, die dir nicht wehtut, ein bisschen was zurückzuholen. Jonas Palagi. Hey Bro, was ist eigentlich dein Lieblingspark? Tivoli MG Action Town. Schmölderpark. Hast du mal vor, den Freizeitpark Ittertal zu besuchen? Ist ein sehr, sehr kleiner Park in Solingen, hat aber ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel das einzige denkmalgeschützte Karussell der Welt. Dass es das einzige denkmalgeschützte Karussell der Welt hat, das bezweifle ich jetzt einfach mal, ohne den Park zu kennen. Wenn sich das ergeben sollte, würde ich da mal hinsteppen, aber gezielt jetzt dafür dahinfahren auch nicht. Christoph. Hallo. Entschuldigung. Christoph Reinders. Geiles Sag mal an. Kam wieder richtig Urlaubsfieber auf, wenn ihr ein Sag mal an im Garten macht. Das mit dem Hansapark-Mauspad.
Uns wurde im letzten Jahr da eher bla bla. Das erzählt er dann da, ne? Ja, doch, keine Frage. Okay. Dann nicht. Mrs. Freizeitpark sagt eine Challenge. Sagt 10-mal hintereinander ganz schnell weiß und beantwortet danach folgende Frage. Was trinkt die Kuh? Weiß, Milch. Du weißt es doch. Bin ich doof, ey. Wieso? Weil ich denke, das verkackt ihr nicht. Das ist mein Mann. Fuck. Ja, verkackst das, dein Mann. Jan Behrensen, gehst du nochmal im Hansapark und das ist der geilste Kanal. Hansapark jetzt, oder? Gibst du eine Runde Behrensen aus? Oh. Irgendwann bestimmt. Ich war dieses Jahr noch im Hansapark. Was ist euer Problem? Der Hansapark ist 6 Stunden weg. Ich kann nicht nur ständig in den Hansapark gehen. Also, ne? Irgendwann bestimmt nochmal. René Hess fragt, wie oft warst du schon im Phantasialand? 100 Mal, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Und in wie vielen Freizeitparks an sich schon in deinem Leben? Verschiedene sind, glaube ich, 50, 60. Muss ich bei Coaster Count gucken. Da steht das dann nicht. Das muss man sich dann nicht merken. Walibi Holland oder Gardaland, fragt Kilian Oberhauser. Boah, das ist schwierig, weil wir am Gardaland einfach diesen ganzen Urlaubsflavor hatten und es so cheesy-meesy war und geiles Wetter und so. Gardaland. Ist halt auch irgendwie das Gesamtbild ist gepflegter, der ist mehr thematisiert, bietet aber trotzdem fullige Coaster. Und deswegen sage ich mal Gardaland. Ist dieses Jahr noch Hansapark geplant, fragt Coaster Clips. Nein, da waren wir dieses Jahr doch schon. Warum sollte ich da nochmal hinfahren? Ja, ist immer noch nicht fertig thematisiert. Mein Gott. Snickers. Meine Fragen. Skyfly oder Skyroll? Skyfly. Huracan oder Caracho? Caracho. Danke fürs Beantworten. Meine Nase juckt. Kannst du mal kurz halten? Oh, jetzt wieder einsteigen, jetzt wieder dabei sein. Nicht so rückwärts. Hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Yo, wo, wo. Bist du mal fertig? Oh Gott, ja. Ich ja. Ah, oh, okay. Das ist meine auch aus Solidarität. Voll nett, unsere Nasen. Moritz Michel. Meine 5 Fragen fürs nächste, sag mal an. Würdest du gerne mal zu den Halloween Horror Nights in den Universal Studios Hollywood? Natürlich, ich würde auch so gern mal dahin. Warst du schon mal in der Therme Erding und wie findest du den Watte... Nein. Nein. Warst du schon mal auf den Cannstatter Vasen in Stuttgart? Nein. Warst du schon mal auf der Gamescom in Köln? Nein. Willst du uns irgendwie mobben oder so? Ja, was ich alles raus, so, wo es kein Video zu gibt, ne? Und dann, warst du da schon mal? Hab ich mir schon gedacht, da gibt es nämlich kein Video zu. Die 5. Frage geht an Uschi. Wie findest du den Hangover The Tower und bist du schon mal damit gefahren? Nein, zum Hölle, noch einmal, da würde ich niemals drauf gehen. Nein, nein. Finde ich schön. So, von unten kann ich mir das angucken. So, viele Grüße nach MG Action Town. Elias Busch, in welchem Land gibt es insgesamt die besten Freizeitparks? Oh, böse Fragen immer. Hatten wir ja auch schon die Frage. In dem sagt man jetzt gerade sogar. Ja. Rollercoaster Tycoon. Die fragt. In China. Ach nee, Kommentare. Nee, das ist doch eine Frage. Was denn jetzt? Launch von Desert Race versus Taron. Nein, dann erklärt er noch was dazu. Ach, Fragen. Welche Energy Drinks magst du am liebsten? Was war ich? Welche Energy Drinks magst du am liebsten? Ich suchte ja inzwischen den Flying Horse Zero vom Aldi. Muss ich ja gestehen. Ich mag auch den Euro Shopper Basic Energy von Albert Heijn in Holland. Und Relentless, wenn man jetzt mal irgendwie was. Flugzeug! Was Bekanntes sagen möchte, soll, tun will. Guckst du deine Sachen mal an, eigentlich selber? Bisschen, ich schneide ja noch nicht mal.
Ich war ja dabei. Was hältst du von anstehenden Freizeitparks? Nervt. Aber also ich muss ja echt sagen, toi 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 auf Holz geklopft, dass wir da wirklich richtig, richtig viel Glück, Können, Talent, Dusel, was auch immer haben. Wir haben echt wenig mit Anstehen zu tun in Freizeitparks. Das letzte Mal, dass wir ernsthaft angestanden haben, war halt Taron. Und sonst, wenn wir irgendwo 10 Minuten stehen, denkst du schon, boah, Alter, ey, ist ernsthaft. Lass mal woanders hingehen. Ey. Also anstehen finde ich mega scheiße, aber wir haben da relativ viel Glück. Relativ. Troy oder Kolossos, fragt Dominik Möller. Troy, auf jeden Fall. Troy, mein Baby. Was hältst du vom neuen T-Rex-Track-Konzept von RMC? Keine Ahnung. Xing Dessau oder Drachenritt? Oh, Xing Dessau. Im Belantis. Ja, ja, ich habe auch gerade gebraucht. Hier musst du mal aufpassen. Ja. Kurz vorm Tunnel. Merkt euch das, Düsseldorf Flughafen. Hier steht kurz vorm Tunnel 80. Fahrt die auch. Die stehen hier gerne mal mit dem mobilen VW-Bus. Wenn Blue Fire in einem Ranking von 1 bis 10 auf 5 liegt, wo würde Helix liegen? Ja, ja, was ist noch in dem Ranking dabei? Also Helix gegen Blue Fire. Vor oder hinter? Ja, wenn Blue Fire 5 ist, dann ist Helix 1. Asozial. Zigzag Client, was ist deine Lieblingsachterbahn aus dem Europapark? Ich habe das, glaube ich, auch schon 5 Milliarden Mal gesagt. Wo dann? Hallo Broschi. Nein, da steht Bro und Uschi. Ich möchte nächstes Jahr eine Freizeitparktour durch Deutschland starten. Welche Parks könnt ihr mir denn dann empfehlen? Der Efteling steht auch mit auf dem Plan. Coaster Fan Mika. Ich kann dir empfehlen, in der Videobeschreibung auf die Maps-Karte von RideReview zu klicken. Da sind alle Freizeitparks, die wir in Videoform festgehalten haben, markiert. Also ne, die Parks sind markiert und wenn du draufklickst, kommst du auf den Videolink. Und dann guckst du einfach, wo du dich rumtreibst und wie weit du fahren willst und verbindest dann einfach die ganzen Punkte miteinander und fährst diese Parks alle ab. Weil, was willst du empfehlen? Jeden. Also was zeitlich und geldmäßig und organisatorisch bei dir passt, würde ich dann so alles verbinden. Wenn du im Efteling bist oder Efteling mitmachen willst, dann kannst du noch Moviepark, Phantasialand machen. Und wenn du dann noch ein bisschen weiter runterfährst in Süden, fährst du noch zum Holiday Park, Tripsdrill. Und dann fährst du weiter durch zum Europapark. Und da unten ist, glaube ich, noch der Steinvasenpark, da habe ich noch kein Video zu. Und dann fährst du wieder nach rechts in den Skyline Park. Dann fährst du. Sollst du dir das jetzt angucken oder willst du dem doch helfen? Guck's dir an. Ja, keine Ahnung, das kannst du ja so pauschal nicht sagen. Kommt drauf an, was du machen willst und was du kannst. Also von Kohlezeit und so her. Monsieur Coaster, wie findest du die Stimmung im Kernan-Turm und insgesamt den Soundtrack von Kernan? Ja, der Soundtrack ist natürlich richtig geil. Ist ja auch mal wieder Imoscore. Die Stimmung im Turm ist, boah, Nerv. Also am Anfang ist die Stimmung halt, bevor es hochgeht, ist, boah, geil. Wenn es hochgeht, ist auch noch so, boah, Mystik, obwohl echt noch nichts wirklich da drin ist, ne? Aber so nach dem Drop dauert das zu lang, das macht voll viel kaputt. Finde ich nicht so geil. King der K. 88! Hello. Nabenbro und Co. Magst du Sushi? Ich mag nur meine Uschi. Magst du überhaupt Fisch, wo wir gerade beim Thema sind? Ja, Fisch ist geil, aber Sushi ist eher so, nee. Weiß nicht. Was wäre für Coaster Express besser, RMC oder Feuer? Ja, RMC, weil dann haben wir noch eine RMC-Bahn und nicht einfach nur keine Bahn mehr. Grüße aus der Schweiz nach MG Action Town. PS, du hast ja gesagt, wenn du einen Tag lang der Chef im Heidepark wärst, würdest du den Park zulassen und den ganzen Tag Achterbahn fahren. Dürfte dann die Ride Review Crew auch mit? Noch eine Zusatzfrage zu dem im Heidepark. Was würdest du mit den unfreundlichen Mitarbeitern machen? Nein, ihr dürft nicht mit. Doch, dürft ihr schon. Also erst fahre ich einmal alles alleine. Wobei das mir auch ziemlich Wayne ist. Ja, ihr dürft alle mit. Und die unfreundlichen Mitarbeiter dürfen uns dann massieren, grillen für uns, das Bier kalt stellen. Die werden geknechtet.
Speedride. Hi Bro, hab mich seit 3 Monaten nicht mehr gemeldet. Irgendwann gehen die Fragen ja mal aus und da braucht man mal eine kleine Auszeit. Frage 1. Auszeit hast du schon lange. Du gehst schon steil auf die 10.000 Abos. Was ist mit den 5.000 Abos Spezial? Werden diese Videos, wo deine Community schon eins gemacht hat, in das 10.000 Abo Spezial reinkommen? Nein, das kann nicht in 10.000 Abo Special reinkommen. Oh. Und ich mache damit aber auch noch irgendwie was eventuell vielleicht. Frage 2. Was hältst du von Fossi, Auszeit bzw. Ending? Meinst du, er hat keinen Bock mehr, da er in einem Video erwähnt hat, er will immer was tun für YouTube? Oder er genießt jetzt seinen Ruhm, da er mit Gigs bestimmt die Kohle ohne Ende reingeschöffelt hat? Oder er ruht sich jetzt doch aus? Die Frage kam ja vorher, der hat mich jetzt, glaube ich, letzte Woche oder was, hat ein Video gemacht, der hört jetzt ganz auf mit YouTube und mit dem mobilen DJing. Und ich fand es auch die letzte Zeit nur noch lächerlich. Der hat nur noch gejammert, wie soll ich das halten? Nur gejammert und ich mache eine Pause, ich höre auf, ach, es läuft nicht so, ach nee, ach Mann, ich habe kein Geld dafür. Und dann auch Spenden sammeln und ja, die Spenden waren aufgebraucht und jetzt mache ich keine Videos mehr. Und also keine Ahnung, hast du jetzt Bock Videos zu machen oder willst du Business machen? Und vor allem so oft schon aufgehört und Pausen gemacht und dieses auf Zwang professionell oder zu professionell auf Zwang, das mit diesem Headset und den Live-Videos mit hin und her schneiden live, das, und auch immer diese Namenswechsel und Logos und da was kaufen und hier ein Pattern kaufen für, der hat doch dieses irgendwas für das Schnittprogramm gekauft, ein Plugin für diese Reviews und hat das 2-mal benutzt und macht jetzt keine Videos mehr und ach, keine Ahnung. Also jetzt hat er wohl ganz aufgehört und ja, das jetzt juckt mich jetzt auch nicht mehr, wenn er meint. Frage 3. Ruhst du auch mal oder willst du alles für deine Community geben, dass genug Videos für uns bereitstehen? Ich kenne keine Pause. Ich habe das letzte Nacht gehabt, ich habe nur 2 Stunden gepennt. Diese Nacht werden es vielleicht 3. Damit halt immer was Neues kommt. Wir sind jetzt auch gerade auf dem Rückweg von einer Veranstaltung, die wir gefilmt haben. Und ja, ich stecke da halt viel Zeit, Liebe und Herzblut rein, weil ich da Bock drauf habe, weil mir das Spaß macht. Und weil ich euch geile, coole Videos und Einblicke bringen will. Und deswegen ist Ride Review das Original und keine billige Kopie, die es ja inzwischen immer öfter gibt. Frage 4. Kann die Uschi mit deiner großen Aufgabe überleben? Meine meckert immer nur rum, wenn ich zu lange weg auf einer Kirmes bin und dann Tage am Video rumschneide. Das kann die Uschi ja wahrscheinlich am besten selber beantworten. Schalt mir das Mikrofon hin. Was meinst du denn? Ja, also erstmal bist du dabei. Das spricht ja schon mal dafür, dass das nicht so stimmt. Achso, ich dachte, dann kannst du nicht die Wahrheit sagen. Na. Und zum anderen würdest du das auch sagen, wenn du da ein Problem mit hättest, aber du tust es nicht. Also, du sagst öfter mal, ich soll mir mal eine Pause gönnen, wo ich sage, ja, demnächst. Ja, müssen schlafen. Schlafen ist schön. Aber der Bro findet Schlafen nicht schön genug. Nee, für mich ist alles supi. Wir sind doch ein Team. Ich finde das auch immer so schlimm. Ich finde das immer so schlimm, wenn die Partner über das meckern, was der andere so gerne und mit Liebe macht. Weil dann irgendwie funktioniert das nicht. Genauso wie dass der Polensprinter mich überholt, um dann langsamer zu fahren als ich. Ich fahre mit dem Tempomat. Ist okay. Wann kommt das Video über deine x Millionen Cams, die du besitzt? Ah ja, stimmt. Ja. Ihr merkt euch sowas immer. Wieso gestörte, ey? Wir vergessen das immer direkt. So, man sagt das so beiläufig, meinem, ja, mach ich dann auch mal. Und ihr denkt direkt so, hä? Wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das? Finde ich super. Echt? Ich denke öfter mal dran, aber das ist halt meistens auf Arbeit. Und ich will businessmäßig vorher meinen Amazon-Affine-Link machen, damit ihr das alles dann auch kaufen könnt.
Ist so. Man muss ja mal gucken, wo man bleibt. Das tut ja keinem weh. Aber wenn jemand das sieht, das geil findet und das dann kaufen will, dann wenigstens über einen Link von mir, wo ich eine Provision bekomme, wenn ich das schon alles zeige. Aber ja, ich mache das noch. Vor Weihnachten schaffen wir das noch. Dann könnt ihr alle eure Eltern losschicken, einkaufen. Bei Amazon. Ja. Frage 6. Weißt du was? Nee. Nix. Frage 7. Frage 8. Hast du schon mal Bro Tone Wurst gegessen? Was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es... Ach so, Brot ohne Wurst. Ha! Ja, das muss man natürlich dann... Also, du kannst es ja nicht checken. Es war meine Aufgabe. Geschnallt, Brot ohne Wurst. Okay. Ja. Schöne Grüße aus Mannheim. So, kannst du es nachvollziehen, dass der Europapark laut des Golden Ticket Awards im besten Freizeitpark der Welt gewählt wurde? Kilian Oberhauser erneut? Nein. Jetzt geht das wieder los. Coaster Clips hat noch eine Frage. Welche ist die schnellste Achterbahn, die du gefahren bist und welche die höchste? Die höchste teilt sich ja, wie eben schon gesagt, Silverstar und Kernan, beide mit 72 Metern. Jetzt kommt der Polensprinter schon wieder. Und die schnellste war, glaube ich, der Ring Racer. Speed of Sound. Welche Sitzplatzauswählweise findest du besser? Erste Reihe und 2. bis x-te Reihe oder Spoiler... Also wer das noch nicht kapiert hat, die Kernan-Oberschütt-Variante. Es gibt auch noch die Variante, es werden immer so viele Leute in die Station reingelassen aus der Queue, wie in den Zug passen und die teilen sich dann auf alle vorhandenen Reihen auf. Die finde ich noch am besten. Dann gibt es gar keinen Dievengehabe. Ja, gibt es ja bei Disneyland-Style zum Beispiel auch nicht. Disneyland finde ich noch geiler, da wird man nicht mal einfach so reingelassen, da wird man in die Reihe rein diktiert, in die man sich zu setzen hat. Zack, fertig, aus, Kapazität, bam, 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 Schnauze halten, einsteigen, Spaß haben. Hi Bro und die anderen, die da mit im Video sitzen. Hi. Da ihr anfangs sagtet, dass es so viele Leute gibt, die nur die Videos gucken und nicht kommentieren, melde ich mich in diesem Sag mal an, auch mal zu Wort. Erstmal coole, ja, nicht böse, okay. Dass das verrückt ist. Ja, das fällt auf, so, das ist ja in Ordnung, das muss man ja auch nicht. Würdest du gerne mal auf Festivals wie Tomorrowland oder Perucaville gehen? Also erstmal ist das auch vollkommen in Ordnung, dass ihr nur Videos guckt und nicht kommentiert. Das ist mir nur aufgefallen, das fand ich halt ganz witzig. Wir sind schon wieder am Polensprinter vorbeigefahren. Das war auch beim Fan-Treffen ja auch so, dass da Leute waren, die sind also zu einem Fan-Treffen gekommen und die haben noch nie ein Video kommentiert. So, das war so cool, also verrückt, komisch. Und ja, Tomorrowland würde ich mir schon gerne mal vor Ort angucken. Bin ich übrigens heute noch dran vorbeigefahren an Boom. Und ja, aber ich würde jetzt nicht da so ein Festival-Ticket mir dafür 1 Milliarde Euro kaufen. Und ich höre von voll vielen, dass das gar nicht so geil sein soll. Die Aftermovies sind natürlich Killer. Und das andere, was war das andere? Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Das habe ich schon mal gehört, aber da kann ich dir gar nicht sagen. Also ich würde mir sowas gerne mal echt vor Ort angucken, ja. Was hältst du von Kirmes-Simulationen im Internet, die meist kostenlos sind? Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. I'm sorry. Kannst du dir echt nicht vorstellen, dass Freizeitparks wie der Heidepark oder der Moviepark eine gute Achterbahn mit guter Thematisierung, gutem Layout und Komfort in den Park stellt? Schließlich schaffe ich das ja sogar bei Rollercoaster Tycoon. Das kann man ja nicht vergleichen. Und der Moviepark, der kann das ja. An Van Helsing's Factory sieht man das ja sehr schön. Und Colossus ist auch eine gute Achterbahn ohne Thematisierung. Findest du auch, dass das Phantasialand ohne Taron deutlich an Spaß und Wert verlieren würde? Ich war dieses Jahr zum ersten Mal dort und ohne Taron wäre es nach 6 Stunden echt... Brauchen wir noch was essen? Ich nicht. Du schon? Weiß ich nicht. Ist egal. Nee, wieso? Sag doch. Jetzt mach doch bitte weiter. Ich bin jetzt schon hier runtergefahren. Echt langweilig geworden. Findest du auch, dass das Phantasialand ohne Taron deutlich an Spaß verlieren würde? Nein.
das Phantasialand war ja vorher auch schon ein super guter Freizeitpark. Und das Tharon, inzwischen ist die Bahn, glaube ich, Fluch und Segen zugleich geworden. Weil es nervt echt jetzt. Also ich versuche das jetzt zu überlesen, überhören oder sonst, aber es ist immer und überall, jeden Tag, Tharon hier, Tharon da, Tharon überall. Boah, also, und ich finde, nee, es reicht langsam und es war vorher schon geil da. Special Agent Fox Mulder ist wieder am Start. Yeah. Welche Videoveröffentlichung hat die wenigsten Aufrufe auf deinem Kanal und welche Veröffentlichung die meisten? Die wenigsten weiß ich gar nicht. Das, wo kann man das nachgucken? Und die meisten, ich weiß gar nicht, entweder ist es das On-Ride von Fluch von Novgorod oder Phantasialand und seine ehemaligen Attraktionen. Eins von beiden auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, welches gerade aktuell höher ist, aber die sind beide relativ gleich schon mit 138.000 Phantasialand, 165.000 Fluch von Novgorod. Aber das Phantasialand-Video wird irgendwie höher gerankt, weil es mehr Likes, Dislikes, Kommentare hat, glaube ich. Auf der Wiki... Auf Wiki... Was redest du? Auf der Wiki... Was? Auf Wikipedia steht, dass die Verantwortlichen des Phantasialands nach der Genehmigung einer Erweiterung einen Aquapark, eine Theater- und Konzerthalle und neue Hotels erbauen wollen. Ist diese Information noch aktuell? Oder was vermutest du? Also die Info ist ja jetzt schon 10 Jahre alt und ob die noch aktuell ist, weiß ich nicht. Und auf Wikipedia kann ja jeder Idiot irgendwas schreiben. Das ist ja das Problem von Wikipedia. Ist ja auch egal, weil erweitern würden die eh nicht. Ja, jetzt wenn, dann ist das halt so. Dann bauen die auch das. Ey, guck mal, einfach rausziehen, ohne meinen Rückspiegel zu gucken. Ja, warten wir mal ab, was es gut. Es gut, fehlt gut. Und er hat noch immer Juti an. Was erwartest du von einer Star Trek Achterbahn? Nicht viel im Moviepark. Da kann man nur begeistert werden am Ende. Was hältst du davon, zum Beispiel im Phantasialand eine Attraktion nach Yeti, dem Schneemensch, zu thematisieren? Höhö. Nö, das lass mal das Disneyland in Ruhe machen. Wie viele Freizeitparks haben die Niederlande? Habt ihr den Eindruck, dass im Verhältnis zur Größe des Landes viele Freizeitparks zustande gekommen sind? Das stimmt. Die haben einige. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viele aus dem Kopf. Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall mehr als Belgien. Das weiß ich. Christopher Kotze. Kotze. Da ist er wieder. Der arme Kerl. Christopher Kotze. Kotze. Moviepark oder Heidepark? Alter, hört meine Spur einfach hier auf? Ich wäre jetzt fast dann geradeaus weitergefahren. Rechts hältst du noch. Ja, ist die Ausfahrt. Besser als Fußschild. Ja, ich habe die Frage beantwortet. Was soll abgerissen werden? Beide. Mach mal bitte einen neuen Ride-Check zu Karacho. Warum? Hab ich jetzt gerade gesagt. So. Nein, Quatsch, das steht da. Ja, das war's. Vor allem heißt das nicht Ride-Check, verdammte Axt. Finko, hier mal eine Frage für dich. Warum schlagen die meisten Vekoma-Achterbahnen mit Inversion viel mehr als andere? Bin ich Ingenieur oder was? Arbeite ich bei Vekoma? TP-Freak. Welcher Buchstabe ist der erste deinen Vornamens? B. Dann kommt R und dann das O. D. Wie heißt ihr beide mit Vornamen? Hubert. Achso, das ist ein Zitat. Ups. Hubert. Ja. Stimmt. Das war witzig. Helix oder Tharon? Oh. Guck das Battle of Rides von Tharon vs. Helix. Könntest du die beiden irgendwann mal beim Battle of Rides gegeneinander antreten lassen? Nein. Lieber unter der Bahn hängt oder normal sitzen? Normal sitzend. Hubert!
Christina Schneider, Queen of Kirmes, hat das geschrieben. Nein, keine Frage. Disneyland Paris feiert 2012 seinen wievielten Geburtstag? Nein. War das jetzt erst? 2012, 18, oder? Was weiß ich. Ich meine, 18. war es. Was weiß ich? Hatten die nicht jetzt ihren 25., wo wir da waren? Bin ich Brokevedia oder was? Da kann das da nicht 18. Der hat doch 94 aufgemacht. Ja. Und 2012? Von wäre 18, ja. Ja, also. Ja, aber wenn 2016 25 Jahre sind, waren das nicht 25? Was weiß ich? Warum stellst du so schwere Fragen? Wer bist du überhaupt? Alessio Bojo. Wie viele Kubikmeter Wasser wird für eine Wasserattraktion benötigt? Kommt immer auf die Wasserattraktion an. Das kann man ja jetzt mal nicht pauschalisieren, dass jede Wasserattraktion gleich viel braucht. Zum Beispiel die Revanchant Wildwasser 2. Das ist eine transportable Lokflume-Wildwasserbahn. Braucht, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, 200.000 Kubikmeter Wasser. Oder 20.000 Kubikmeter Wasser? 200.000 Liter? Ich glaube, 20.000 Kubikmeter Wasser braucht die. Misst man das nicht in Liter? Kubikliter? Nein. Nein. Gibt es das? Nein. Was ist denn ein Kubikliter? Ja, was weiß ich? Eine Kiste Pfalzpass. Eine Kiste Wasser. Ah, wie peinlich. Ich muss ja neue Maßeinheiten. Hallo, Mikro. Ach so. Wenn du das ganz genau wissen möchtest, würde ich dir empfehlen, Piratenfluss-Reportage auf meinem Kanal dir anzugucken. Ja, ich fahre gerade in der Auffahrt. Drückt wie eine Berg- und Talbahn. Da haben wir eine Backstage-Reportage an einem Lokflug gedreht. Da gibt es alles an Informations. Guck mal, der Mond. Der so, guckt an die Seite raus. Die erste in Europa gebaute Rapid River Anlage wurde von der Firma Intermin gebaut. Wo wurde die Europapremiere gefeiert? Warum tust du sowas? Was kriege ich dafür, wenn ich das richtig beantworte? Ja. Googelt ihr mal alle schön. Ja, ist du, ja, ich weiß das nämlich. Warum weißt du das denn nicht auswendig? No. Das weiß ich, Junge. Ey, wer sowas im Kopf hat, ne, der hat ja die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich bin nein. Ist nicht so gemeint. Doch. Dave 704, welche Bahn haben deiner Meinung nach die besten Bügelsysteme? Die Rutschenbahnen, also die heißt Rutschenbahnen. In Tivoli Gardens. Warum? Die hat nämlich quasi keine Bügel. Und wenn das jetzt ein Bügel ist, welcher ist dann der beste? Ja, der, weil das ist ja einfach nur so eine Stange, die da so runter gemacht. So wie bei Colorado. Ja, finde ich auch geil. Colorado ist auch super, vor allem wenn du mit einem Schwabbel da drin sitzt. mit einem Kind. Ja. Oder halt wie die alten Zierer-Flitzbahnen, die haben auch keine Bügel. Mega geil. Und wenn das richtige Bügel sind, finde ich die besten Bügel schön. Die sind doch angenehm. Wenn man schon Schulterbügel hat, sind die gut. Oder auf jeden Fall nicht die von der Maurer. Nein, nicht die von Maurer. Aber halt irgendwelche Lapbars, ja, gehen immer gut Chlor. Auch nicht die von Reik. Und mir ist auch die von Schwarzkopf, vom Loopingstar, so, das ist auch nur so ein ja, Bügelchen. Oder bei Nessie. Ja. Und bei Taron zum Beispiel auch sehr bequem. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist natürlich das Paradebeispiel momentan. Sean Green. Hey, lieber Bro und liebe Uschi. Er weiß zwar nicht genau, was er fragen soll, aber er versucht es einfach. Wir kriegen ein Lob, wir machen das super, wir entwickeln uns immer weiter von Video zu Video. Uschi ist seiner Meinung nach schon ein fester Bestandteil von Ride Review. Ja, das war doch wohl noch nie bezweifelt worden, oder? Ihr solltet vielleicht mal komplett als YouTube-Duo arbeiten. Nein, so viel Teil bin ich auch nicht davon. Ihr macht demnächst auch ein eigenes Review zu einer Achterbahn. Ja, genau. Ich mache jetzt auch Beauty-Videos, könnt ihr bald sehen. Da kann ich euch ein paar Nagellacke swatchen.
Ich habe jetzt auch einen neuen Duschschaum auf den Markt gebracht. Bilushi heißt der. Ja. Schaust du dir eigentlich im Vorfeld On-Ride-Videos von Coastern an, die du noch nicht gefahren oder in Zukunft fahren wirst? Ja, leider tut er das. Nee. Nicht immer. Ich nehme es mir immer vor, aber dann schaffe ich es nicht. Das gab dann auch schon öfter mal so, dass man im Park ist und dann erstmal das Internet anschmeißt, ob wir alle Counts haben und nicht irgendwas vergessen haben. Also inzwischen versuche ich mich vorher zu informieren, was in einem Park steht, damit das nicht wie im Gardaland passiert und wir nicht den Dark Ride machen. Weil man den Eingang einfach nicht sieht und das einfach nicht wahrnimmt, dass da noch ein Dark Ride ist. So nebenbei. Nee. Okay. Tolles Video, sagt Timo. Was ist besser, Kolossos oder Balder? Balder auf jeden Fall. Balder ist die Airtime-Monster-Massaker-Maschine. Welche Seite von Jorisch und Drag findest du besser? Beide sind geil. Ich weiß gar nicht. El Toro oder Twister? El Toro. Twister ist geil. Hat was. Ist echt einmalig. Oh, aber vom Fahren her auf jeden Fall El Toro. Magician fragt, warst du schon mal an der Basler Herbstmesse? Nein. Würdest du gerne einmal hin? Ja. Hast du schon eine Antwort von KinderK88 bekommen? Wegen dem Namen. Ja, gab es im Sag mal ein Deluxe. Hast du schon mal beim Imbiss von Markus gegessen? Des Öfteren, ja. Wenn ja, wie viel Rabatt gab es für dich? Läuft. Hat dir Markus schon die Rezeptur von seinem veritaschen King Bro Menü nahegebracht? Moment mal, King Bro Menü gibt es bei Markus nicht. Das gab's. Und vor allem nicht vegetarisch. Ja, und vegetarisch esse ich sowieso nicht. Das ist giftig. Das King Bro Menü gab es bei Burger King, ja. Also, das ist ja mal ein ganz feiner Unterschied, Freunde. Wieso darf niemand wissen, dass du denn Thunderbro heißt? Darf doch jeder wissen. Also ich kann es ja nicht verheimlichen, es steht im scheiß Impresso. Bist du jetzt böse, dass ich fast deinen Namen verraten habe? Total. Ich hätte das ja auch nicht einfach rausschneiden können oder zensieren können oder löschen oder... Was hältst du von belgischem Essen? Gibt es belgisches Essen? Ja, Pommes sind doch so fame in Belgien. Ja, toll. Pommes. Delikatesse in Belgien und in jedem anderen Land. Ja. Kann man essen. Bestes T-Shirt hast du da an. Gegen Nazis. Ach so. Ja, ist ja einfach mal Fakt. Wo wir bei Stuntshow Mirabilandia sind, da hast du ordentlich was verpasst. Oder warst du in der im LKW, der einen Wheelie macht? Nur mal dieses Salz in die Wunde streuen. Was war dieses Jahr bis jetzt deine beste Kirmesattraktion, Benedict Garbers? Ja, der Voodoo Jumper. Pirates Adventure. Stimmt. Arschloch. Voodoo Jumper. Welche Bügel findest du besser, Taron oder Kernan? Taron. Taron. Darren. 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 Taron. Speed of Sound ist wieder dabei. Fata Morgana oder Piraten in Batavia? Fata Morgana. It's a Small World oder Carnival Festival? Boah. Beide gleich nervtötend. It's a Small World. Hollywood Tour oder Geister Rickshay? Boah. Hollywood Tour. Geister Rickshay oder The Haunted Mansion? Was ist nochmal The Haunted Mansion? Nein. Das Phantom Manor. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Du musst ins Mikrofon sprechen. Aber es ist auf dem Video, ich schneide das nicht. Ja, Pech. Ja. Weiter. Weiter. Schieben. Pirates of... Wir haben 100 Leute gefragt. Nennen Sie einen Dark Ride, der Ihnen besser gefällt. Pirates of the Caribbean oder Piraten in Batavia? Pirates of the Caribbean, weil Piraten Batavia ein Abklatsch davon ist. Piccolo Mondo oder Le Voyage de Pinocchio? Baguette.
Le Voyage de Pinocchio. Kenn ich nicht. Piccolo Mondo. Irgendwas Kleines. Kleine Welt. Na, das ist ein Pinocchio. Spookslot oder Geisterrikscha? Spookslot. Es könnte jede Geisterbahn auf dieser Welt sein. Ja. Ein Geisterrikscha. Kennst du zufällig das Phantasialand im Brühlbad Köln? Nee, noch nie von gehört. Was kann das denn? Spaß beiseite. Wie fandest du damals im Moviepark Shadows of Darkness und fandest du es auch so enttäuscht, als die Show abgesetzt wurde? Nö, war okay für mich, weil ich nie gesehen hatte. Ich kenne nur in dem Studio die X-Men-Show oder was das war. Die war scheiße. Exo Rides hat das gefragt. So. Moinsen Bro, hier mal ein paar bunt gemischte Fragen. Welcher ist dein Lieblings-Soundtrack, den du je gehört hast? Freizeitpark-Soundtrack wahrscheinlich, ne? Ja. Boah. Alter. Der Onboard-Soundtrack vom Space Mountain Mission 2. So. Was ist deiner Meinung nach der beste Lokflum? Shire Pass, Dai Wasserbahn. Guckst du auch andere YouTube-Videos, außer welche über Freizeitparks? Ja, das hatten wir auch schon öfter. Ich gucke gar keine anderen Freizeitpark-YouTube-Videos. Und dann gucke ich halt andere YouTube-Videos. Gibt es eine Achterbahn, vor der du Angst hättest? Oder Bammel? Nein. Als ob. Warum sollte man? Ich verstehe nicht, warum. Aufregung. Richtige Aufregung, dass du richtig denkst, boah, verrückt, wie sich das so anfühlt. Spaß. Was würdest du im Moviepark ändern, ne? Vor Sommeranfang. Möchtest du was dazu sagen? Ist okay. Was bevorzugst du? Eher Bungee Drop Tower oder so normal wie der MP? MP ist nicht normal, das ist ein Tilt Tower. Oder nicht? Ja, aber da wirst du einfach nur fallen gelassen. Hat ja nichts mit dem Bungee zu tun. Also ich habe jetzt zwei Bungee Drop Tower auf dem Schirm und die beiden zerlegen die anderen schon ordentlich. Glaubst du, der Moviepark macht ein Ersatz-Horror-Maze für Babu Twister Club? Also eins ab 12 Jahre? Weiß ich nicht. Also ich werde das versuchen, in Erfahrung zu bringen für euch. Mehr dazu demnächst auf diesem Kanal. Wing. Oh, Speed of Sound schon wieder. Kommentar. Was ist schlimmer? Agro-Kinder, die zuhauf den Park verunstalten oder Agro-Ride-Operator, die keinen Bock auf ihr Leben haben und durch ihre Motzerei jedem die Fahrt versauen? Es sind doch die gleichen. Die einen sind gerade nur auf der Arbeit, die anderen haben frei. Wo kommst du her? Also welches Stadtteil? Wo ich herkomme, Hockstein. Der Kulot 84 hat sehr viele Fragen. Wenn es heute 0 Grad hat und morgen doppelt so kalt werden soll, wie kalt wird es morgen? 0 Grad. Welches war bisher dein absolutes Achterbahn-Highlight 2016? Da gab es so viele. Da kann ich mich nicht festlegen. Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass es am Himmel 400 Billionen Sterne gibt, aber wenn man ihnen sagt, dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen? Weil man die Sterne nicht angrapschen kann. Keine Ahnung. Genau so wie auf diesen Stuhl darfst du dich überall hinsetzen, nur nicht auf diesen Stuhl. Warum nicht? Ich will den. Der Mensch will immer das sagen, was er nicht haben kann. Welche Kirmesattraktion würdest du unbedingt weiterempfehlen? Den Voodoo-Jumper. Pirates Adventure. Ja, das ist ja von außen siehst du nicht, wie cool es ist. Pirates Adventure, auf jeden Fall mal reingehen und abchecken. Soll nicht heißen, dass es von außen nicht gut aussieht, ne? Nein, aber du weißt ja nicht, was ist das? Und nö, jetzt brauchst du das Mikrofon mir auch nicht mehr hinhalten. Darf man mit Hosen zu einem Rockkonzert? Wie findest du Johnny Depp? Mia! Ja, hallo! Ich spring nachher ins Auto.
Weiß ich nicht. Wie findest du Johnny Depp? Wikipedia, Google, nein. Finde ich, die Rollen, die er spielt, die sind einfach immer geil und richtig, der ist richtig crank und ich feiere den. Ist ein Raumschiff, das ausschließlich mit Frauen besetzt ist, eigentlich unbemannt? Ja, Clown gefrühstückt, hat komisch geschmeckt. Was würdest du machen, wenn du morgen 1 Million Abonnenten hättest? Gott, verdammte Scheiße. Was ist das denn für ein Robot? Das würde ich nicht glauben. Und wenn doch, wenn das echt wäre und dann so laufen würde, würde ich in der Firma auf den Tisch kacken, eine Wunderkerze reinstecken und sagen, leck mich, Freunde, ich gehe nach Hause. Warum gibt es in einem Flugzeug Schwimmwesten statt Fallschirme? Das ist eine gute Frage. Naja. Wenn man auf dem Wasser landet, dann hat man was zum Überleben. Du musst aber erstmal heile landen. Ja, aber... Und über wie viel Wasser fliegst du die ganze Zeit? Ich weiß gar nicht, ob man einfach so auf dem, aus dem Flugzeug rausspringen könnte, aus dem normalen Flugzeug, mit einem Fallschirm zu benutzen. Mach die Tür auf, du fliegst automatisch raus. Ja, ob man das überlebt. Wenn du heute entscheidest... Nee, warte. Ob man das überleben will, wenn man mit den ganzen Affen auf einer einsamen Insel landet. Das ist die Frage. Ist beim 10.000 Abo-Special die Phantasialand-Stimme dabei? Ich befürchte nicht, außer da ergibt sich noch irgendwas ganz Verrücktes, Spektakuläres. Würdest du einem wunderschönen Schmetterling die Flügel ausreißen, wenn du dafür einen tollen einwöchigen Urlaub deiner Wahl bekämst? Das würde ich doch nicht mit dem hessischen Schmetterling machen. Was soll das? Was ist das denn bitte? Das ist ja voll assi. Wenn du heute entscheiden müsstest, mit deiner Partnerin den Rest deines Lebens zusammenzubleiben oder sie sofort zu verlassen, was würdest du tun? Die Entscheidung habe ich ja schon vor knapp 9 Jahren getroffen. Mich nicht sofort zu verlassen? Ja, leck mich. Jedes Mal, wenn ich was Nettes sage in meinem Leben, kommt irgendeiner und verarscht mich. Jedes Mal. Naja. Wie, naja? War das jetzt nicht nett? Doch, klar. Ja, weiter. Für was bist du in deinem Leben am dankbarsten? Arsch. Ich würde sagen, dass ich gesund bin, aber das ist ja auch so relativ. Dass wir sein dürfen, dass wir hier so leben können, wie wir leben und dass wir so, ich nenne es mal Luxusprobleme haben im Vergleich zu anderen Menschen auf der Welt. Das sollte man vielleicht nicht immer, sollte man nicht vergessen. Du bist für das Leben von 100 Menschen verantwortlich, deren Leben in Gefahr ist. Welche Handlungsweise würdest du bevorzugen? Die, bei der 90% der Leute gerettet werden oder die, bei der du eine 50%ige Chance hast, entweder alle zu retten oder keinen? 90% sicher oder 50-50 alle oder keinen? Ja. 90% sicher. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist nicht mein Problem. Zwang ich zu den 90% gehöre. Dürfen Zwerge auf dem Riesenrad fahren? Und in Köln oder was? Das ist hier, ja. Ach, du wohnst in Düren oder so. Das ist ja fast das Gleiche. Ich hasse Handy, YouTube. Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann ein befriedigend besser als ein gut? Soll ich noch mehr Fragen stellen? Ja, bitte. Wird es dieses Jahr noch ein großes Gemeinschaftsvideo mit Emmy Pictures, Freizeitpark TV, Funfair Block, Golden Tapes etc. geben? Ich glaube nicht. Das ist zeitlich einfach nicht mehr zu schaffen in diesem Leben. Von welchem neuen Coaster versprichst du dir mehr? Moviepark oder Slachan? Slachan. Da habe ich mehr Bock drauf. Also, ich weiß nicht, wovon ich mir mehr versprechen soll, aber da habe ich auf jeden Fall mehr Bock drauf. Welche Bahn war dein erster Eintrag bei Coaster Count? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwann random angefangen. Wahrscheinlich irgendwie Phantasialand oder was. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war's. Perfektes Timing. Ja. Bei dem ersten Video. Ja, das zweite müssen wir dann noch machen. Keine Ahnung wann, aber wir sind auch zu Hause. Und gleich geht's weiter mit den anderen Fragen unter dem anderen Video.
So, back in action und ihr seht nur noch Fotos, die ich einfach random hier hintergelegt habe. Wir sind zu Hause und machen jetzt eben schnell, locker, flockig weiter mit den Fragen. Und bewertet die Fotos bitte nicht nach Qualität. Ich habe mir die noch nicht mal angeguckt, also nur grob rausgesucht aus der Miniaturansicht. Sind aber alle von mir selber gemacht. Und weiter geht's. Dynamo-Bande fragt, was sagst du dazu, dass wir im Osten nur zwei Parks haben? Und welchen unserer Parks findest du besser, was Thematisierung angeht? Ja, das wird schon seine Gründe haben, dass da nur zwei Parks sind. Dann ist ja wohl der Bedarf nicht da. Denke ich mal. Weiß ich nicht. Thematisierungsfrage. Also ich glaube, Belantes ist schon besser thematisiert, aber Plon hat mir besser gefallen. Ja. Tom Fröhlich, der Skyfall von Götzke fällt zweimal für 6 Euro. Hättest du den nicht in Düren mal testen können? Hätte ich, aber nö. Finde ich immer noch... Nee, ist mir trotzdem zu dürr. Das ist die Moto JDM. Hey Bro, habe zwei Fragen an dich. Verfolgst du die Fertigstellung der Thematisierung von Kernern? Nö. Ja, was willst du denn da verfolgen, großartig? Wenn irgendein neuer, ich nenne es mal Bauabschnitt, fertig ist, wirst du ja von allen Seiten damit eh zugespammt und zugeschissen. Und ich warte jetzt einfach mal, ob das fertig wird. Also ich finde es halt eh, das kann einen nicht mehr umhauen. Wenn du siehst immer Stück für Stück, wie es mehr wird. Und es ist halt einfach krasser, wenn auf einmal das ganze fertige Ding da steht. Das war ja auch bei Taron so, dass da halt irgendwie so, oh ja, okay, da ist jetzt doch nicht mehr so viel passiert. Der Moment war. Und hattest du schon mal einen Moment, in dem du dich auf einem Fahrgeschäft oder einer Achterbahn nicht sicher gefühlt hast? Nein. Dortmunder Borussia 09. Stellt er auch Fragen oder ist das wieder nur kommentiert? Warum sind Fahrgeschäfte auf der Kirmes schneller ab als aufgebaut? Weil es einfacher ist, alles schnell zusammenzupacken und einzupacken, als alles aufzubauen, auseinanderzufrickeln. Und das ist halt einfach so. Das ist überall im Leben so, dass man schneller abbaut als aufbaut. Stimmt es, dass im Efteling die Mitarbeiter verschiedene Sprachen sprechen? Ja, das ist in sehr vielen Freizeitparks so. Das ist auch richtig so für den Freizeitpark. Das ist überall so, außer in Frankreich. Das, was im Efteling besonders, das ist auch nicht besonders, das haben auch viele, die haben Namensschilder und auf den Namensschildern sind Flaggen drauf und die Flaggen, die Länder, Landessprachen, die sprechen die. Das macht aber auch fast jeder Park. Phantasialand hat das auch und überhaupt. Also eigentlich jeder Park, wo die Mitarbeiter Namensschilder haben, ist auf den Namensschildern sind Flaggen drauf, welche Sprachen die Mitarbeiter sprechen. Und da das Efteling, das bewirbt es halt, weil die halt in Deutschland viel Werbung machen und die Deutschen dahin kommen sollen. Und die Deutschen ja zu fein sind, in Holland einfach mal Holländisch oder Englisch zu reden. Nico Ryan, er hätte gerne unsere Meinung zu Starry Sky Ripper. Was ist das? Ein B&M Flyer. Tja. Flying Coaster von B&M. Ja, bin ich nicht gefahren, kann ich nichts zu sagen. China. Ja, ist egal, bin ich trotzdem nicht gefahren, also kann ich ja nichts zu sagen. Er kennt sich in diese Richtung überhaupt nicht aus und weiß daher auch nicht, ob das Joyland genug Sicherheit bietet. Wisst ihr etwas über diesen Park? Nein, keine Ahnung, was für ein Park das ist. Wenn er in China ist, wird es mit der Sicherheit schon schwierig. Ja, also das ist da ein bisschen so lala teilweise, wenn man so Videos sieht. Aber ich kann es nicht beurteilen, ich war noch nicht da. Okay, Bill. Schmierst du dich manchmal mit Heinz Ketchup ein und stellst dich tot, um nicht in ein Battle mit Maskulin verwickelt zu werden? Maskulin traut sich gar nicht, mich zu battlen. The Kirmes Crazy. Meine Fragen wären, welche Führerscheinklassen du eigentlich alles hast. Wann hast du deinen Autoführerschein gemacht und wann deinen LKW? Oh, wann habe ich mir einen Autoführerschein gemacht?
Das ist schon lange her. Mit 18? Nee, mit 19. Ich habe ein bisschen gechillt. Nee, wohl mit 18, oder? Was weiß ich? Also habe ich den, wann war ich denn? 2005, 2006 habe ich den Pkw-Führerschein gemacht. Und vor 4 Jahren LKW. Ich meine, vor 4 Jahren einen LKW-Führerschein und ich habe B, BE, C1, C1E, C, CE. Was machst du da? Und keine Ahnung, Trecker und was weiß ich. Ich habe jetzt keine Potte hier, um nachzugucken, aber also mir fehlen nur Motorrad und Bus noch. Dann habe ich alles voll hinten auf der Rückseite. Was kannst du bei anderen Autofahrern nicht leiden? Alles. Mittefahrer, drängeln, schneiden, nicht nachdenken, ausbremsen, keinen Platz machen, niemanden reinlassen. Die Liste ist endlos. Fire Alex, kommt wieder Ende 2016 ein Video Tops und Flops? Weiß ich noch nicht, bis jetzt nicht. Uschi braucht gerade wieder ein Ja, bisschen, weil so viele die Kommentare. stürzt manchmal ab. Nein, unter dem Sag mal an die Lüxen so viele Kommentare, die halt dazu kommen und nicht irgendwie jetzt irgendwie wegen Fragen oder sowas. Deswegen muss ich ein bisschen gucken. Tom Fröhlich, was hattest du denn für Vorurteile vor der Scandi-Tour? Das habe ich im Video gesagt. Unter dem du das gefragt hast jetzt gerade. Guck dir das Video noch mal an. Danke, Gunnar 1184. Hier ist eine Frage, nicht weiter scrollen. Mir ist aufgefallen, dass jetzt des Öfteren vor deinen Videos und auch mittendrin Werbung kommt. Hast du deinen Kanal jetzt monetarisiert und machst Fettkohle mit YouTube? Ja, total. Also zum Ersten, der Kanal ist seit 2012 monetarisiert. Also war schon immer vorher Werbung davor. Ich weiß nicht, warum du vorher keine Werbung gesehen hast. Du Halsabschneider. Dick, fett, Kohle mache ich ganz sicher nicht. Also ein Video kostet manchmal mehr als das, was der Kanal im Monat einspielt. An Unkosten, wenn man sich das so ausrechnet. Und ich habe halt jetzt die Funktion, dass ich auch mittendrin und am Ende Werbeblöcke reinknallen kann. Aber ich mache halt maximal einen in die Mitte noch mit rein. Oder bei so einem, sag mal an, was eine Stunde, anderthalb Stunden geht, mache ich zwei, drei vielleicht. Das tut halt keinem weh. Da kommt einfach so ein Banner, den klickst du weg und dann ist gut. Dazu hätte er auch mal eine Frage. Bringt es dir was, wenn ich die Werbung nicht skippe und zu Ende anschaue? Manchmal ist die Werbung nämlich richtig gut oder lustig und dann habe ich mir gedacht, ach, lass du mal zu Ende laufen, vielleicht bringt es dir ja was. Ja, das bringt einiges sogar. Und wenn man noch mehr bringt es, wenn man draufklickt und noch mehr übermäßig bringt es, wenn man draufklickt und das dann auch noch kauft. Aber da darf man keinen zu auffordern, das zu machen. Das ist auch verboten. Wie ich das mal mitgekriegt habe, von wie das so funktionieren soll. Der Big Bonner. Jetzt geht's los. Nee, so viel ist da gar nicht. Was? Skandal. Schade, dass das Sag mal an Deluxe ein Flop geworden ist. Erstens, du warst ja letzten Monat auf dem Pützchensmarkt in Bonn. Wie fandest du die Kirmes und was war dein Highlight? Ja, war cool. Groß, geil, geile Beschickung. Und Highlight, ja, die Sachen, die hatten, die stehen überall. Also, Ja, genau. keine Ahnung. Dass wir mit Golden Tapes zusammen über die Kirmes gegangen sind den ganzen Tag, das war das Highlight. Yes. Tapis. Wir hatten ein Date mit Golden Tappes und Family und dann nur mit Golden Tappes. Golden Tapis Junior. Auf welche Neuheit für 2017 freust du dich jetzt schon? Ghostbusters 5D nicht. Mich interessiert auf jeden Fall dieser komische Coaster im Ferrari-Land in Porto Ventura. Das ist halt mal interessant. Auch wenn es jetzt nichts Neues, Evolutionäres ist. Und sonst, ich habe jetzt gar keine großartigen Neuheiten. Auch der Gold Rush habe ich auch Bock drauf. Die Bundesliga hat ja schon seit längerem begonnen. Was glaubst du, wo die Borussia Mönchengladbach am Ende stehen wird auf der Tabelle? 10? Gefühlt in meinem Herzen auf der 1. In echt wahrscheinlich auf der 10 oder so.
Und der erste FC Köln? Der was? Der ist ja leider zu weit oben, ne? Ist ja ekelhaft. Welche Kirmesattraktion würdest du gerne mal Backstage-Aufnahmen machen? Höllenblitz wäre, glaube ich, mal ziemlich interessant. Das finde ich geil. Kennst du die TV-Sendung Höhle der Löwen, die momentan auf Vox läuft? Wenn ja, wie findest du die Sendung? Habe ich zwangsläufig mal so ausschnittweise gesehen. Juckt mich nicht, finde ich auch nicht geil und feiere ich auch nicht, keine Ahnung. Das sind ja, ich verstehe das auch nicht so ganz, das sind ja bestehende Unternehmen und die verkaufen den Krempel schon und wollen irgendwie Kohle von irgendwelchen Großunternehmen haben, um noch mehr zu verkaufen oder ich ja, blick's nicht. Um sich noch mehr zu erweitern. Ne? Ja, dann verkauf mehr. Tobi Gradon, wie findest du die diesjährige Geburtstagsshow im Holiday Park, falls du sie gesehen hast? Ja, haben wir gesehen. Ja, war cool, doch. Ich kenne auch nur im Vergleich The Walking Dead, wie hieß es Walking Dead? Mit den Zombies, die Wasserski-Show davor. So kann man sich geben. Funtime Arena. Plant ihr jetzt schon eure Touren für 2017 oder passiert sowas eher spontan? Das wird spontan nächstes Jahr wieder. Also das habe ich ja auch schon in dem ersten Part beantwortet. Das einzige Mal langfristig geplant war die Scandi-Tour. Wo bleibt eigentlich das Community-Special-Video? Ist ja schon eine Zeit her, oder haben wir da irgendwas nicht mitbekommen? Es kommt, wenn es kommt. Ich habe es ja auch schon tausendmal gesagt, es haben einfach zu wenig Leute mitgemacht, dass sich das gut gelohnt hätte. Dann habe ich es zeitlich einfach nicht geschafft und es ist halt dann immer untergegangen und verschüppt gegangen. Matumbo Mobo Hambo, freust du dich auf die neue Achterbahn im Ferrari-Land, die nächstes Jahr in Porta Ventura stehen wird? Nein, auf gar keinen Fall. Und schon Eisbär CSGO, kommt noch das 5000 Abo-Special? Ich will mich nicht umsonst im Europapark blamiert haben. Ja. Dr. Coaster, was hältst du von dem ständigen kategorischen Vergleichen von Coastern und Parks? Hierbei beziehe ich mich nicht auf das normale Vergleichen, sondern auf das Achterbahnen in Punktetabellen einordnen und wie Schulsportfestergebnisse zu behandeln. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht nach Punkten sowas bewerten, weil bei diesen ganzen Achterbahnen und Attraktionen halt viel persönliche Meinung mit einspielt, viel Emotion mit einspielt, viel Gefühl mit einspielt und es ist echt nervig. Endercrew YouTube, was war für dich das Beste im Jahr 2016? Ich weiß nicht. Adrian Köln, wollt ihr denn Kinder in Zukunft oder seid ihr komplett abgeneigt? Ich bin komplett abgeneigt. Onride.de. Warum sagst du dazu nichts? Hast du schon beantwortet. Onride.de. Wenn ich die Zeit hätte, die Sache mal ans durchzugucken, dann hätte ich eventuell auch noch mitgemacht. Auch wenn ich nicht gewusst hätte, was ich fragen soll. Irgendwas wäre mir bestimmt eingefallen. Und damit mein Kommentar nicht ganz so sinnlos ist, welches Bier trinkst du am liebsten? Ja, Markus, mein Lieber. Da hast du nicht aufgepasst. Ich habe das nämlich extra ganz am Anfang gesagt, bevor das Sache mal an losging, damit keiner sagen kann, ja, ich habe das nicht zu Ende geguckt, dann hätte ich das gewusst. Also, Freund der Sonne, so nicht, muss man ein bisschen die Augen von der Leinwand wegmachen und den Controller mal hinlegen, wenn du Sachen mal anderen machst. Aber ich stehe halt auch echt auf Desperados, das muss ich ja schändlicherweise zugeben. Panda der Hut, was für Musik hörst du so oder welche Sänger, Künstler, Bands hörst du? Die kommt ja auch jedes zweite Sache mal an, Hardcore, Beatdown, Deutschrap, Rock, Elektrogramm manchmal. Alles, was cool und gut gemacht ist. Auf jeden Fall kein Popschrotten. Kommt drauf an. Wie kommt drauf an? Marcel Jungwirth. Ja, wie kommt drauf an? Es kommt drauf an, in welcher Stimmung du dich befindest. Dann hörst du auch Pop. Was? Ja, klassische Lieder. Klassiker.
Das ist Trash Dance. Ah, okay. Sorry. Das war mal Pop, jetzt ist das Trash Dance. Okay. Das ist doch jetzt heute im Radio läuft doch kein Pop mehr. Keine Ahnung, was das ist. Ich höre höchstens WDR 5. Marcel Jungwirth, was ist für euch eigentlich ein No-Go in Parks, also von den Attraktionen her? Hä? Ja, was sagst du? Boah, das steht hier echt jetzt schon wieder. Wacky Worms. Ich kann diese Scheißdinger nicht mehr sehen. Ja, stimmt. Noch irgendwas, wo ich... Nee. Weiß ich, spontan fällt mir jetzt nicht an. Ja, für dich ist No-Go im Park eine Rafflingbahn. Oh nee, die schon wieder. Die Uschi wieder drauf. Ja, weil ich immer voll nass werde und alle anderen nicht. Auch wenn du nicht nass wirst, bist du grumpy. Nee. Roadster SST. Für das nächste sag mal an, bist du noch die alte Gebirgsbahn im Phantasialand gefahren und könntest von ganz oben bei gutem Wetter den Kölner Dom sehen? Ob ich den Kölner Dom sehen konnte, weiß ich nicht. Aber natürlich bin ich die mehrfach gefahren. Genauso wie die Grand Canyon Bahn unten drunter. Mein Freund. Das, also, wer die nicht gefahren ist, der hat nicht gelebt. Oh, ich ernte gerade böse Blicke. Ich bin tot. Lütte Craft, was hältst du von Inverted Coastern oder doch eher normale Coaster? Weiß ich auch im letzten schon beantwortet. Habe ich auch das Gefühl. Ja, Inverted Coaster finde ich scheiße, weil du nichts siehst. Warst du schon mal in Six Flags in den USA, fragt Colmar Philipp. Ja, aber den Parkcheck habe ich oft privat gestellt, damit ich mich alleine daran ergötzen kann. Vor allem, warst du mal in Six Flags? Also da gibt es 20 Six Flags. Es wird auch für dich beantwortet, also du brauchst es eigentlich gar nicht mehr machen. Dave 704, hast du schon mal vom Family Park Neusiedlersee gehört? Ja. Wirst du nächstes Jahr nach Slachan fahren, um Gold Rush zu testen? Ja. Bloody. Hat man ja auch schon im Interview mit Walter Deckers gesehen, dass wir das, oder gehört, dass wir das tun werden. Stelle ich die Fragen unter dem richtigen Video? Ja. Besuchst du dieses Jahr ein Halloween-Event? Ja. Warst du schon im Walking Dead Breakout? Nein. Was hast du vor, in der Off-Season hochzuladen? Junge, ich kann dir noch 2 Jahre Videos jeden Tag hochladen, ohne dass ich mich wiederhole und ohne dass ich noch mal irgendwo hinfahren muss. Also keine Angst. Welche Attraktion bist du zuletzt gefahren? Das ist jetzt aber... Ich weiß nicht. Das muss auf einer Kirmes gewesen sein. Aber auf welcher? Scheiß, die Wand an. Wo waren wir denn drauf mit allen? Warst du irgendwo drauf, wo wir mit Sarah waren? Stimmt, High Impress bin ich zuletzt gefahren. Ja, stimmt. Letzten Samstag. Sonntag haben wir das Interview gemacht. Samstag sind wir gefahren. Jetzt haben wir schon wieder Freitag. Boah, aber da war ja Zeit. Wann macht Klugheim auf? 9 Uhr? Nee, später. 10 Uhr? Später. Kannst du mal ein Video zu deinem Equipment machen? Ja, das haben wir auch in diesem Video schon beantwortet. Weitere Sachen mal an Deluxe folgen? Nö. Wie viele Accounts hast du mittlerweile? Haben wir auch schon 280. Kannst du ein Freizeitparkforum empfehlen? Nee, ich bin selber in keinem Forum aktiv, muss ich ja einfach gestehen. Wenn, dann natürlich OnRide. Ja, wenn OnRide.de aus Liebe. Wird es irgendwann mal ein Facebook-Gruppen-Event geben? Was für Facebook-Gruppen-Event? Sowas wie die Chantal, oder wer war das? Die ganze Welt zu sich nach Hause eingeladen hat. Krass. Also wenn du irgendeine dieser Facebook-Gruppen meinst, die Achterbahnfans Deutschland heißen, dann nein. Auf gar keinen Fall. Mavi fragt, wie findest du den Musikstil vom Walibi? Ist ja schon was anderes als das, was ich bis jetzt so kannte. Das ist aber auch, glaube ich, nur im Walibi Holland so. Das war ja bei dem Battle of Bands, war ja die Skunks, Gangs gegen die Bub oder was. Auf jeden Fall, ich finde das mega cool und... Ja, es ist nämlich endlich mal was anderes und es traut sich auch mal jemand was anderes zu machen und ich feiere das. Wie findest du Express Platform 13? Siehe Review. Der ist auf jeden Fall super geil. Welche Art von Wasserhahn magst du am meisten? Ich glaube, du meinst Wasserbad.
Scheiße. Die mit Handsensor, wo man die Regler nicht anpacken muss. Schierpass, der Wasserhahn. Ja, Antwort? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Wasserbahn. Welche Art? Ja. Wasserachterbahn? Keine Ahnung. Was erwartest du von Gold Rush? Einen coolen Infinity Launch Coaster. Weißt du, warum der Lift von Thunderloop verlangsamt wurde? Hab nichts dazu ja. gefunden. Dann hast du das, okay, du hast die Frage wahrscheinlich vorher gestellt, im Interview, okay, mit, ja. im Interview mit Walter Deckers hat er es nämlich erzählt, die Kette ist gerissen, musste teuer repariert werden und um die Kette dann zu schonen für die letzten Wochen, hat man den Lift auf minimalste Geschwindigkeit langsam da hochziehen, fahren lassen. Was ist das Schlimmste, das du jemals in einem Freizeitpark erlebt hast? Boah. Das ist eine schwere Frage. Keine Ahnung. Das ist echt nicht einfach. Nee. Wollt ihr mal Kinder? Haben schon beantwortet. Chips oder Schokolade? Dann Chips. Wie findest du den Soundtrack von Speed of Sound? Geht auf jeden Fall klar. Julian Hettich, beim Thumbnail hast du doch dort, wo man dein Logo sieht, einige Achterbahnen so als weißen Hintergrund. Und kann es sein, dass man dort Euromir und Sat sowie den Silverstar und Bluefire im Hintergrund sieht? Das ist deine Meinung. Also ich habe das Ding nicht gemacht. Ein anderer antwortet, ja, es ist die Skyline vom Europapark. Ja, sieht danach aus. Könnte aber auch fast jeder andere Freizeitpark sein. Und wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Freust du dich auf die Moviepark-Achterbahn 2017, fragte Dennis Let's Play. Nö. Also ich will die auf jeden Fall fahren, bin mal gespannt, aber irgendwie kickt mich das nicht. Ich finde noch, also ich habe nur Fotos gesehen und noch finde ich die mega hässlich. Fire Alex will noch hinzufügen, was er zur Thematisierung sagt, ob Bro an eine gute glaubt oder ob es ein MP Express 2.0 wird. Ich glaube nicht, dass das so gut thematisiert wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja, und sonst so? Das war's? Das war's? Mhm. Wir haben es geschafft? Ja. Ja. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Hoffentlich war es ein bisschen unterhaltsam. Jetzt der zweite Part ist auf jeden Fall in einem sehr müden Zustand entstanden. Und ja, viel Spaß damit. Schreibt eure Fragen in die Kommentare. Und wir sind raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro und Uschi. Vom Red Video Magazin. Haut da rein. Ja.